Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, Tag 10. Und ja, wir sind zurück. Nach wie vor ein bisschen am Basisbau. Dein Arm ist, was? Arm ist gebrochen? So, muss tatsächlich gestehen, es ist wieder ein, zwei Tage her, seitdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Was haben wir denn alles für Leiden? Verstauchter Arm, 5 Minuten, behandelte Schürfwunde. 27 Minuten, Überlastung 14. Ja gut, das ist ja nichts Neues. Gut, wir haben unser Minibikchen, das ist leer, sehr schön. Wir gehen jetzt einmal nach oben. Schneller werden wir leider, glaube ich, im Moment nicht mehr. Und ja, bisschen Basisbau. Ganz wichtig wäre tatsächlich, dass wir es schaffen, dass wir einen Mixer bekommen. Denn wir müssen Munition herstellen. Wir haben nämlich das Problem, ja, mir geht die Munition so ein kleines bisschen aus. Zusätzlich werden wir jetzt die andere Sortierweise nehmen. Wir werden es so machen, so machen, so machen. Und ja, wir haben ein bisschen viel Munition verballert. In letzter Zeit. Was an und für sich okay ist, aber... Nimm mal die hier und die hier. Und ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wir haben massenweise Zeug zum Verkaufen. Haben noch einiges, was wir sowieso loswerden können. Trigger Mod, das kann alles weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die Stiefel können weg. Antibiotika, sehr schön. Was kann noch weg? Temperierte Klingenmod, die packen wir erstmal da rein. Das Essen kommt hier mit dazu. Und Antibiotika. Unser erstes Antibiotika? Was? So, das Ding hier rein. Das Teil hier hin. Wir haben, bis noch mal das hier drin. Das Sinn? Ach, nicht mal Sinn, aber okay. Das Teil hier rein. Verbände. Oh, wir haben doch noch 4 Verbände da. Dann tauschen wir doch so aus, würde ich sagen. Und die Stühle. Theoretisch kann man sie mit verkaufen. Man kriegt auch Leder draus. Da habe ich tatsächlich nicht mehr gewusst. Vielen herzlichen Dank da an Jessica, die mich nochmal darauf aufmerksam gemacht hat. Wenn man die Dinger zerlegt hat, hat man Leder rausbekommen. Jetzt ist es natürlich viel zu spät. Aber ich bin in der Vorproduktion, wie immer. Und ja. Wir gehen jetzt einmal los. Richtung, ja, erstmal Richtung Händler. Ich würde sogar sagen, wir fahren mal zum zweiten Händler in der Hoffnung, dass wir dort dann dementsprechend dort vielleicht einen Wixbeher kaufen können. Der war irgendwie 1,5 Kilometer entfernt. Ist soweit okay. Wir haben jetzt 3 Minuten, wo wir uns vielleicht sowieso erstmal ein bisschen ausruhen müssen. Ich würde dann tatsächlich zum anderen Händler gehen. So, Aufgaben. Abholen, Stufe 3. Stufe 3 Aufgaben sind echt richtig... Also, können wir eigentlich nur mit Dings machen. Können wir eigentlich nur machen. Abholen und säubern, abholen. Nur noch abholen und säubern. Können wir tatsächlich eigentlich nur machen, wenn wir bessere Waffen haben. Beziehungsweise Munition haben. Wir haben tatsächlich diesmal mal krasse Munitionsknappheit. Also... 97 für 3000 könnte man Schuss kaufen. Ich glaube, das werden wir auch tun. An Tag 13 hat er neues Zeug. Eine Stahlbrustplatte, Stufe 2. MP5. Oh, haben wir neu, wir haben neuen Loot, oder? 10.000 für eine Karabiner. Ich schieße auch 5 und 6er Munition. Wir bräuchten Munition, Freunde. Das hilft uns alles nichts. Auch die SMP5 hilft uns auch herzlich wenig. Da mal ein bisschen Munition. 6.000. 177 Schuss. Wir werden darauf zugreifen müssen, wahrscheinlich, auf die Munition. Was haben wir hier? Single Shot Magnum. Zigarre, Leder, Schmerztabletten. Essen. Gut, das Essensproblem ist ansatzweise in den Griff zu kriegen. Kein Mixbecher. Schade. Okay, aber haben wir nicht? Händlertor geöffnet. 1,5 Kilometer. Wo ist denn der? Da unten. Würde ich sagen. So, wir haben jetzt 21 Uhr. Ne, wir müssen ein bisschen bauen. Wir brauchen auf jeden Fall Sand. Wir graben mal erstmal nicht weiter weg. Ich würde hier den Weg weiter weg graben wollen. Wir haben ja schon angefangen. Wir brauchen Sand, wir brauchen Beton. Wir bauen die Basis jetzt erstmal über Nacht weiter. In Mediafa kommen keine Zombies, wenn wir Glück haben. Oder kein Bär, Wolf, Zombie-Bär. Das übliche Gedönse, was uns so quält in dem Spiel im Moment. Und ja, wie viel Munition haben wir dabei? Auf der Schrotflinte haben wir ein bisschen was. Auf der 9. Ja, sollten wir auf jeden Fall mal durchladen erstmal. 8 Schuss. Cool, er hat nur 3-mal nachgeladen übrigens. Okay, Skillpunkte mäßig Level 18. Elektrozeug. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir die Basis schon ein bisschen mit Elektronik ausgebaut. Also zumindest, wir gucken einfach mal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal Beton, Beton, Beton.
Dafür brauchen wir Steine, dafür brauchen wir Sand. Hauptsächlich. Und eben Munition. Aber die Munition, also wir haben jetzt ein bisschen was da. Die Schuss, die ich da kaufen kann, wird eng für die Horde, aber könnte reichen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir noch haben, aber... Ja, ich bin mal gespannt, ob die Basis diesmal wieder einfällt. Das war unglücklich, würde ich es nennen wollen. Bisschen mehr wie unglücklich sogar, aber gut, was willst du machen? So, keine Ausdauer mehr. Achso, da hätten wir einen Kaffee mitnehmen können. Nach wie vor, halbe Stunde, der Tag nur lang. Das heißt, ja, ziemlich schnell, verstauchter Arm ist gleich weg, das ist ganz geil. Dann haben wir ein Leiden weniger, auf jeden Fall. Leben ist bei 80, das ist eigentlich okay. Nahrung 54 schon wieder. Ja, nach wie vor. Also Überlebenskünstler ist schon tatsächlich ein Schwierigkeitsgrad, weil die Waldfee. Also mit rennenden Zombies würde ich Überlebenskünstler nicht spielen wollen. Außer man ist zu zweit, dann ist es okay, denke ich mal. Aber alleine ist es schon eine Herausforderung. Also eine richtige. Man hat es ja gesehen, gerade wenn es irgendwie um schwerere Zombies geht, wie Bären, Rocker, Ferals. Ohne Munition oder ohne Schusswaffen bist du aufgeschmissen. Wenn du zu zweit bist, du hast halt einfach viel mehr Munition zur Verfügung. Mal abgesehen davon, dass du auch den doppelten Schaden auf die Zombies kriegst. Ja, es ist dunkel. Haben wir nicht eine... Wir haben noch eine Taschenlampe. Nachtsicht gerät wir hier ganz geil übrigens. Ein bisschen in die Ferne reingucken zu können. Ah, hier kriegen wir Lehm. Lehm brauchen wir... Auch Lehm brauchen wir, glaube ich, auch tatsächlich. So, sind Ausdauer wieder. Und ja, Taschenmodifikationen wären ganz geil. Haben wir noch gar keine gefunden. Das ist ein bisschen doof tatsächlich. Spitzen weiß ich gar nicht, ob wir bauen werden. Die sind eigentlich relativ ineffizient gegen Zombies mittlerweile. Waren früher mal das Nonplusultra. Dann hast du eine ganze Horde aufhalten können ohne Probleme, ohne dass sie deine Basis berührt haben. Das waren noch Zeiten. Alpha 15 rum. Nee, Alpha 13 glaube ich sogar. War das noch. Ich glaube, mit der 13 habe ich angefangen zu spielen. Da konntest du die Horde aufhalten, ohne dass deine Basis berührt hat. Das geht nicht mehr. Das sind wir mittlerweile weit von entfernt. Immer dieses Gras. So, wir sind zu 97% nass. Ist aber nichts. 20 Minuten noch die Schürfblümchen. Das Papier. Auch solange wir jetzt hier ein bisschen abbauen können, ist das ganz gut. Also, wir nutzen die Nacht. Eh kurz. 0 Uhr schon. Mal Ausdauerpumpen. Ja, wir kaufen auf jeden Fall die Schrotflintenmunition, weil wir eine gute Schrotflinte haben. Alles andere lohnt sich so nicht. Wir haben ja mittlerweile das Minibike. Tagsüber würde ich mal losfahren wollen. Benzin müssen wir, glaube ich, noch genug haben. Und ja, sonst Questen, Questen, Questen. Wenn wir die Munition... Ja, wir verschießen sie halt noch und nöcher. Gerade wenn wir wirklich die Zombiebären haben, die da zum Beispiel... Ballerst da schon mal 20 Schuss hinzu? Also 20 Schrotkugeln pro Zombiebär mal 2 sind 40 Schrotkugeln. Für eine Stufe 3 Quest. Kosten-Nutzen-Faktor ist nicht mehr gegeben. Zumindest nicht bei der Quest. Bei anderen ja. Aber bei der definitiv nein. Aber auch so kommt es eigentlich nur noch an bessere Ausrüstung ran. So, wir sind jetzt, da wir unter 50 Nahrung gefallen sind, ist unsere Ausdauerregeneration natürlich begrenzt. Aber hey, wie viel haben wir denn? 300 und 300. Ja, auch schon mal schneller. Erdbohrer wäre geil. Erdbohrer wäre richtig gut. Da hätten wir kein Betonproblem mehr. Dann jagen wir hier einmal durch. Gutes lockt Zombies an. Lebendes Blut. Aber das kann dir dann relativ egal sein. Ich glaube, wir gehen kurz mal heim essen, oder? 1 Uhr. Haben noch ein bisschen weiter. Bin mal gespannt. Einen Skillpunkt müssen wir noch reinmachen. Dann würden wir auch mehr abbauen. Aber wir haben keinen Skillpunkt übrig. Wir haben keinen Skillpunkt übrig auf nicht glücklicher Sammler. Bergbaumeister. Bräuchte man noch ein Pünktchen. Das wär's. So, das graben wir nochmal weg. Danach geht's zurück zur Basis. Dann können wir noch ein bisschen die andere Basis ausbauen vielleicht. Ein bisschen Zement herstellen. So, den graben wir noch weg. Das sind halt 6 Punkte. Unglücklich. Wenn wir ein 1 dann nur runterbuddeln, habt ihr gerade gesehen, kommen wir auch wieder raus aus dem Loch. Deswegen immer nur 1 tief buddeln. Die Zombies fangen dann auch noch nicht an, dagegen zu hauen und sich Tunnel zu graben, was tatsächlich ein Problem ist. Oder Problem war. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Schon lange nicht mehr gehabt, das Problem. Aber das war tatsächlich ein, das war ein massives Problem, dass sie sich Tunnel unter die Basis gegraben haben, die Basis untertunnelt haben. Und ja, das geht dann mit jeder Horde dann nämlich so weiter. Und das willst du definitiv nicht haben.
So, Zement, Freunde. So, einschalten. Wie viel Zement kannst du schmelzen? 91. An was mangelt es dir, mein Freund? An Stein. Aber wir brauchen auch für die Betonmischung Stein. Metall haben wir lustigerweise mehr als genug im Moment. Gut, Betonmischung 146. Sind 14 Stück nur. Das drückt immer. Das sind 146, hört sich nach mega viel an. Ist es aber im Grunde gar nicht. Können wir noch was aussortieren? Guck mal, Benzin haben wir 800 hier. Stühle, Essen. Wie sieht es mit Essen aus? Haben wir nichts mehr? Auch hier. Oh, wir müssen auch gucken, wie unser Anbau aussieht. Wir sind mit dem Messer ineffizienter, oder? Oh ja, Pilz ist fertig. Nett. 7 Pilze, cool. Anbau, Anbau, Maispflanze, Anbau, Kürbispflanze, Anbau. Wir haben irgendwo einen Zombie. Den lassen wir jetzt kurz mal auf jeden Fall auch hauen. Das ist mir jetzt erstmal egal. Das Ding hier. Dann haben wir Rezepte, Kürbissamen. Einen Kürbis haben wir rausbekommen. Ja, holla. Rezepte, Pilzsporen. Bräuchten wir noch Lehm? Ich habe dich gehört, ich ignoriere dich nur gekonnt. Okay, bis wir Pilze vermehrt bekommen, ist tatsächlich... Also, Anbau ist momentan absolut komplett unlukrativ geworden. Das Einzige ist Mais, ein kleines bisschen, dass wir da ein bisschen was rauskriegen können. Aufgrund einfach der Menge an Maissamen, die wir so haben. Ist das Zombies weg, oder was? Betonform. 6. Gut, dann haben wir das Ding hier, das Teil hier, das Ding hier, Betonmischung 73, gib ihm. Die können wir nochmal mitnehmen, das können wir nochmal mitnehmen, das hier nehmen wir mit. So, das hier rein, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier unten rein. So, wir haben 4 Uhr. Wo ist denn der Kollege? Komm so raus. Hallo? Habe ich doch eh schon gehört, oder? Da ist er doch. Moin, Kollege. One hit. Sehr schön. Du musst laufen. Das ist die nächste Tante. Es regnet. Bei mir haben wir nur noch scheiß Wetter auch in dem Spiel. Kann das sein? Haben die was am Wetter getan? Kommen wir so vor. So, 5. Haben wir Beton. Holzwürfel. Rahmenwürfel. Holzwürfel, Rahmenwürfel. Betonmischung. Wieso haben wir, wir haben ja 900 Zement drin. Wir haben ja 900 Zement drin. Ja, ich gehe stimmt ja. Ich mein, die haben wir ja gekauft. 126 nochmal. 11. Ah, damit können wir jetzt erstmal arbeiten. Ich sollte mal ein bisschen besser sortieren, Freunde. Guck mal hier. 5 Stück nochmal. Wir sollen ein bisschen besser sortieren, glaube ich. Haben wir noch eine Überraschung hier drin? Überraschungskiste? Nö. Fahrrädchen. Einer da hinten rennt nun rum. Okay, Sand, Benzin. Jo, ist klar. Benzin können wir gleich mal tanken. 400. Nehmt's eh wahrscheinlich wieder mit raus, aber es ist, wie es ist. So, junge Dame. Hallöle. Können Sie wieder einmal... Ja, leider nicht alles One-Hit, aber Two-Hit. Bis jetzt läuft es mit den Zombies ganz gut. Gut, hier haben wir mittlerweile Beton draus gemacht. Ich würde tatsächlich sagen... Wir bauen das Ding richtig, weil wir haben jetzt einiges an Beton. Zumindest so die Grundpfeiler, wo es am meisten dagegen hauen. Innen drin kann es ja von mir aus hohl bleiben. Aber zumindest so die Grunddinger würde ich tatsächlich jetzt gerne dann mit richtig ausbauen. Mit Zement.
Eins tief auf jeden Fall auch. Einfach nur als Schutz nochmal. Das müsste für die Tag 14 Horde dann aber eigentlich gut reichen, denke ich mal. So, hier ist so außenrum einmal. Mit Beton, das müsste machbar sein. So, da haben wir nachgeladen. Hier ist das Zeug. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, abholen und säubern. Es kann sein, dass wir irgendwann durch die Questbelohnung einen Messbecher bekommen. Ich weiß nicht, bei welcher Questbelohnungsstufe wir einen Messbecher bekommen. Wenn das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare. Ich wäre dankbar dafür. Gerne mal da reinpacken. Wir machen jetzt schnell mal die Abholungsquest. Packen aber schon mal den ganzen Mist hier ins Minibike. Würde ich sagen. Das bleibt eh da. Die ist nicht verkaufbar. Der Sand haben wir genug. Bleibt auch da. Die 92, 93 machen wir auf jeden Fall nochmal zu Beton. Wir haben Köter. So ein normaler Wolf, oder? Kommst du her? Ich will nicht runter zu dir. Du kannst ruhig zu mir. Okay. Komm doch. Ja, so viel dazu. Hier ein bisschen Fleisch. Ja, den Beton du hast gerade... Oh, ja, es ist, wir haben ja festgestellt, es ist kein Beton, es ist tatsächlich nur Holz. Deswegen, ich glaube, mit Beton fahren wir ganz gut. Also, ich glaube, das ist im Bereich des Machbaren. Mit unserem Betönchen. Dass die Tag 14 Horde da zumindest, ja, Schaden anrichtet, aber zumindest vielleicht einen Block raus oder vielleicht zwei Blöcke raus oder das war's, glaube ich. Wenn wir genug Munition haben, aber wir werden jetzt ein bisschen Händlerquest noch machen, Tag 14. Tag 13 muss auf jeden Fall die Munition vor Tag 13 kaufen, damit wir dann nochmal notfalls Munition kaufen können, wenn wir keine selber herstellen können. Selber herstellen wir natürlich noch ein Plus Ultra. Mixbecher finden wir nach wie vor, aber glaube ich auch nur tatsächlich in Apotheken, oder? Du bist hungrig. Ich habe doch gerade gegessen. Oh, ist sogar ein Working Steve Pools. Wir gucken mal, wie weit wir so kommen. Müssen wir Autos abbauen? Ja, für Motoren und nach wie vor. Oh, guck mal hier, Munition. Wir bauen nach wie vor noch ein paar Autos ab. Kriegen wir noch ein bisschen Kohle raus. Hinten kommt ein Zombie. Nahrung bräuchten wir. Haben wir ein Automat. Wir haben doch keine Zeit für euch. Freunde. Wir gucken mal ganz kurz an den Automaten, ob wir da was zu essen kriegen. 9 Minuten Abschürfung. Jo. Felsenstürmer, Bergbauertrag. Oh, cool. Große Rindfleischportion 60. Große Katzenfutter 10. In der Not. In der Not. So, Rest packen wir jetzt ins Minibike von dem ganzen Zeug. Das zum Verkaufen dann. Natürlich. Einmal hier rein. Herzlichen Dank. Einmal die Quest annehmen. So. Das Ding hier ist wieder lootbar. Die Zombies hinten sind Gott sei Dank nicht da. Und dann schauen wir mal. Abholen und säubern war's. Sieht uns halt jetzt wieder gerade die komplette Ausdauer raus. Ist immer geil, wenn die Autos komplett auseinanderbrechen. Sag mal, Kinders. So laut ist es doch auch nicht. Oder? Ingo, das war schön. Diese völlig unrealistische Schlagrate wieder. Jedes Mal. Yeah. Ausdauer ist in dem Spiel echt Mangelware. Aber so, geh mal rein. Guck mal, wie viele Zombies es sind. Notfalls, wir haben die Schrotze. Die ist hoffentlich geladen, sollte allerdings. Kommt der von oben? Nee, eigentlich nicht. Ein Zombie da? Klar, die Stripper-Zombie im Handwerksladen. Warum nicht? Wir kennen's.
Freunde. Dann einmal, hey ho, let's go. Ja. Das ist fies, dass die schnell werden. Und vor allem, wie schnell. Habt ihr die Geschwindigkeit gesehen? Völlig unnötige Treffer. Völlig unnötige Treffer. Aber hey. Oh, oh, Vogel. Framedrops haben wir aber keine. Das ist ganz gut. Nicht durchsuchbar. Papier. Papier. Möchte nicht wissen, was für Papier. Komm, gib mir wenigstens, gib mir irgendwas Sinnvolles. Ein Rohr. Panzertape. Das war Sinnvolles. Nicht durchsuchbar, nicht durchsuchbar, nicht durchsuchbar, nicht durchsuchbar. Hallo? Ernsthaft? Da. Nägel. Danke für nicht. Ne, leeres Regal. Die sind alle nicht durchsuchbar. What the... Da ist was durchsuchbar. Ja, schön. Eine Horde. Geil. Richtig. Ja, danke für nichts. Ist ein Hinterausgang da. Schöne Wanderhorde. Geil. Die Frage. Ja, die werden nicht vorbeilaufen. Wir können. Ich glaube, das zählt alles zu dem Gebäude hoffentlich dazu, sonst bricht die Quest gleich ab. Geil. Richtig schön. Wanderhorde. Das soll alles dazu. Wie viel. Ja, leider interessiert die dich. Also normalerweise ziehen die auch weiter. Ach, du gehörst dazu. Guck mal hier. Die gehört dazu, die ist markiert. Nee, ist es da drin. Die war markiert, die Tande. Moin. Das Problem ist, wir haben halt noch säubere Gebiet. So, die Außen, die stören mich nicht. Die kommen hier nicht durch. Das ist eine richtig gut massive Tür. Gibt's hier Hunde? Das ist gut zum Verkaufen. Okay, er hängt fest. Ich glaube, teilweise gehören die halt auch schon jetzt zur Wanderhorde dazu. Okay, wir pumpen Ausdauer. Wenn die einzeln, aber jetzt können sie, also jetzt sind sie ein bisschen aufgeteilt zumindest und kommen halt einzeln. Schuss. Ist wie es ist. Es ist wie es ist. Unser Stäbchen ist auch gleich kaputt, aber wir können es reparieren. Wir haben ein Metallrohr gefunden, nämlich. Alter. Also das Spiel rollt uns so ein bisschen im Moment. Das Nägelchen. Für absolut nicht gegen Loot. Die Zäubern haben wir nach wie vor offen. Hast du irgendwas Sinnvolles noch für uns? Ah, nochmal zwei. Ich glaube, das müsste alles sogar eigentlich noch die Wanderhorde sein. Scherz, oder? Dass der an uns rankommt. Okay, da sind die Party-People.
kam durch, ja. Das war Absicht. Perfekt. Okay, nächster. So, Ausdauer. Die Quest kostet uns einen kompletten Tag. Erinnert ihr euch an die guten alten Zeiten? Bin durstig. Kein Fleisch. Durstig, Simmer. Dann gib mir doch was. Spiel. Leere Gläser. Danke für nichts. Noch mehr leere Gläser. Danke für nichts. Eine Dose. Ein Automat, der nicht geht. Den können wir mal abbauen. Ein Mais. Danke für nichts. Vielen Dank für die Blumen. Da ist zwar Strom drin, aber 1200. Die da lebt noch. Achso, wir müssen eh säubere Gebiet machen. Okay, einer nach einer bitte. Ah, der war schön. Ah, der war auch schön. Der war auch schön. Okay, wie kommen wir da am lustigsten rein? Musst du irgendwo? Ja, wahrscheinlich. Müsst ihr irgendwo eine Tür geben. Würde Sinn ergeben zumindest. Also, oder dass wir das Ding halt aufkriegen. Irgendwo müsste ein Schlüsselkasten sein. Wasser? Wasser, perfekt. Können wir gleich zweimal benutzen. Dann ist ein Nahrungsproblem nur wieder da. Bücherregal. Ich will mir... Oh, Generator. Nett. Bisschen Nägel. Sonst ist es tatsächlich eher dürftig, das Ganze. Säubere Gebiet. Okay, wir müssen eh hoch. Wahrscheinlich. Es werden noch nie mal alle Zombies angezeigt. Also wir haben noch eine ganze Menge hier. Klar, dass der wieder ins Leere gehen musste. So, Geier, da fackel ich nicht lange mehr. Ganz ehrlich. Wir haben dazugelernt. Bei Geier hört der Spaß auf. Wie schnell A, die Infektion verbreiten, sich töten und so weiter und so fort, ist nicht schön. Deswegen, wenn Geier... Das ist tatsächlich ein echtes. War's das? Ach so, guck mal. Ah, von da komm mal rein. Hier vom Dach. Es gibt immer einen Weg, dass du keine Wände zerstören musst. Redige ich ja auch immer wieder. So, normalerweise liegen hier aber noch Zombies. Schützt mich. Bis hier jetzt keiner ist. Wir haben alles. Doppeltaschenmod für Kleidung fertigen. Ja, endlich. Endlich Doppeltaschenmod für Kleidung. Das ist besser wie nichts. Ich hätte sogar die einfachen Taschen genommen. Doppeltaschenmod ist super. So, wir haben schon wieder 16 Uhr. Wir haben die Quest fertig. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Nehmen. Das ist nichts weiter. Ja, wir müssen vorne durch den Laden raus. Lampe nehmen wir mit. Da, die ganzen Kisten. Aber wir bräuchten die medizinischen Kisten. Da können all die Becher drin sein. Ein vierer Vorschlag haben wir. Na, den lassen wir nicht liegen. Die Federn brauchen wir nicht. Wir müssen zwar mal tatsächlich wieder mit Armbrust probieren zu schießen. Aber so schaffen wir jetzt auch nicht drauf. Ein Level haben wir gemacht, immerhin mit der Quest. Alle für weniger Schaden, weniger Minenschächten. Beim Fallschaden. Okay. Zerlegen. Wir sind fast überladen, aber wir können ein bisschen was zumindest tatsächlich ins Minibike gleich legen. Das sollte gehen. Haben wir hier noch irgendwas Sinnvolles? No. Oh, wir können auch hier lang. Oh, es kann tatsächlich sein, wir haben zwar jetzt Gebiet gesäubert, aber es kann trotzdem sein, dass noch Zombies da sind. Lasst euch da nicht beirren. Es ist tatsächlich möglich, dass trotzdem noch irgendwo ein Zombie schläft. Hatte ich schon. Benutzt.
Okay, was, das sieht gut aus? Oder dass du ein Bär dann auf einmal vor dir steht, wenn du wieder rausgehst. Auch schön. Gut. So, 17:29. Wir werden jetzt nicht mehr zum anderen Händler kommen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich mal einmal, ja, beim anderen Händler uns, ja, komplette Tag widmen, um da hinzufahren. Vielleicht die andere Stadt mal anzugucken. Wobei wir jetzt hier da bleiben werden in der Stadt. Haben wir auch noch genug zu tun. Langweilig wird uns nicht. Munition würde ich jetzt schon mal auf jeden Fall kaufen wollen. Gerade die Schrotflinten-Munition. Die Schrotflinten ist echt gut, die wir haben. Gerade auch wenn für unsere Basis, die, also die, wo wir ausprobieren wollen, wenn es endlich klappt, ist die Schrotflinte tatsächlich die gute Wahl, weil Streuung viel Durchschlagskraft, also wenn du den ins Gesicht schießt, ist sie mega effizient. Viel besser wie eine Pistole. Und die Kugeln sind relativ erschwinglich. Achso, wir haben jetzt nur das Problem. Ja. Halt, das können wir eigentlich auch. Den können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Verkauf, Verkauf, Verkauf. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das, 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 das. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen, nicht verkaufen, nicht verkaufen. Einfach, weil es nichts wert ist. Okay. Jetzt haben wir den, alles, was wir verkaufen wollen. Aber passt. Ein Tag, eine Folge. Eigentlich ganz gut fürs Let's Play. Ihr kriegt jeden Tag einen, also mit jeder Folge einen Tag. Schlecht für mich. Die Zeit ist echt knapp. Also 16 Minuten ist schon um einiges besser. Das ist die Zeit, die hier ist echt eng bemessen. Eiserne Vorschlag, Eisenbrustplatte. Plus 0,3. Wir haben eine Stahl, glaube ich. Nehmen wir eine Eisenvorschlagkammer. Der bringt 240. Ja, der bringt 240. Hast du irgendwelche Aufgaben? Lass mich dein Inventar sehen. Motor. Können wir uns wieder organisieren? ...9.100. Nahkampfschaden. Wäre für die Horde gar nicht so verkehrt. Das kann weg. 160 dafür, 80 dafür. Das gibt noch ein bisschen was. Das gibt noch ein bisschen was. Gut. Dann einmal bitte Le Munition. 73 Schuss. 2000. Kauft. 6177 Schuss. Also sind wir 36 pro Schuss. Pro Schuss. Oh, Schuss. Boah. Schweineteuer. Ah, 91 Schrot haben wir jetzt. Okay, müssen wir mal gucken. So, hast du nur irgendwelche Stromzufuhr? Abholen. Ja, danke für nichts. Das ist das Bären. Der Bär-Scheiß. Wo war's? Nee. Wo ging Quest abbrechen? Ja. Beseitige Zombies. Können wir mal probieren in 300 Meter. Stufe 3 Quest. Die Zombie-Bären ist sinnfrei. Da beißen wir uns die Zähne aus. Beziehungsweise unsere ganze Schrotmunition, die ich gerade für 2000 gekauft habe, ist wieder weg. Und dafür bringen die Händlerbelohnung zu wenig. Da kommt nicht genug bei rum. Dass sich das lohnen würde. Danke. 97. So, wir brauchen schon wieder Essen. Wir brauchen vor allem Ausdauer. Ja, danke für nichts. Können wir nicht sogar drüber laufen? Ich glaube, ich kann sogar schnell laufen. Ich glaube, sogar mit Gewicht müsste das auch gehen. Oder? Haben wir nicht sogar Rahmenwürfelform? Ganz ehrlich, ein Zombie kommt im Moment eh nicht hoch. Und wenn er hochkommt, ist das einer. Damit komme ich klar. Zack, tot. Kenn mein Glück. Ende mein Glück. So, Freunde. Verkauf, 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 Verkauf. Das hier rein. 7000. So, wie sieht's aus? Zement haben wir hier noch drin. Wir empfehlen, es mangelt momentan nur an Stein. Eigentlich. 14 Stück davon, das ist gut. Wir haben keinerlei 0 mm Munition mehr gehabt. Was?
30, 55. Ja gut, wir haben noch 254 Schuss davon. Und die Schrotflintenmunition. Ja, das ist eigentlich okay. Ich habe tatsächlich eigentlich mit weniger gerechnet. Den lernen wir mal. Ich habe mit weniger gerechnet. Das und das. Sind wir nochmal 30. Betonmischung, die wir da herstellen können. Nahrung. Nierung. Maismehl. DOS. So, das hier rein. So, einmal gegrilltes Fleisch. Machen wir 5. Mais kochen. Nein, Maisbrot. 1. 4. Dann machst du mir Wasser kochen. 12. Und dann machst du mir hier Rezepte Maismehl herstellen. 11. 11. Okay. Dann sagen wir benutzen. Bringt jetzt so 10 wieder. Aber insgesamt kommen wir wieder auf 100, immerhin. Wir haben auch noch ein bisschen Fleisch. Wir haben ein bisschen durch den Wolf, den wir da töten konnten. Immerhin kam ein bisschen was raus. So, Maisbrot nochmal 4 oben drauf. Guck mal, 12. Maisbrot ist tatsächlich recht. Maisbrot ist super. Maisbrot ist tatsächlich sehr gut. Das hätte ich fast das rohe Fleisch gegessen. Das wäre ein Fehler gewesen. So, komm, das letzte noch. Dann sind wir erstmal wieder hochgeheilt. Wir organisieren uns jetzt nochmal Steine, bauen nochmal, aber das alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut bei 7 Days to Die.